Jo Leute, was geht da? Willkommen zu einem YouTube-Video heute mit Tobi aka Topse aka Taubsi im direkten Duell. Guess the Resell. Eigentlich war Lars eingeplant. Natürlich warst du meine allererste Wahl. Ich hoffe, du hast Lust auf das Video. Das Format ist hoffentlich bekannt. Ja, wir haben hier 5 Schuhe, von denen wir The Resell guessen müssen. Wer hätte das jetzt gedacht? Wir schreiben unsere Tipps. Unsere Tipps schreiben wir hier aufs Handy, zeigen sie euch. Vielleicht wird es auch nochmal eingeblendet, je nachdem. Es gewinnt, also es hieß, oder? Es gibt 5 Schuhe, wenn man 3 Punkte hat, hat man gewonnen. Oder wir sagen, Punktlandung gibt 5 Punkte auf den Euro genau. So, dass es heißt, wenn ich den letzten Schuh spannend ist. Wenn du dann so 438 Euro sagst. Oh, das finde ich gut, das finde ich gut. Okay, let's do it. Auch ich mache mit dem ersten direkt Punktlandung. Okay, im Hintergrund befindet sich Sascha, der das Ganze organisiert hat, den ganzen organisatorischen Aufwand dafür betrieben hat und jetzt uns die Schuhe nennen wird. Wir sehen sie auch, by the way, hier auf so einem kleinen MacBook, aber sind, glaube ich, nicht ohne Grundbrillenträger, deswegen ist es ein bisschen Absturz, das zu erkennen. Okay, ich sehe schon, der erste Schuh ist ein Croc. Croc? Genau, das ist einmal der Croc Classic mit der Bad Bunny. Alle Größen sind in US 9 und bei StockX den letztverkauftesten Preis heute Morgen. Heute Morgen? Wurden alle heute Morgen verkauft? Dafür sind die Schuhe aber ganz schön irrelevant, dass die heute Morgen verkauft wurden. Ich denke mal wieder, wie heute Morgen wurde der Preis überprüft. Ach so, Gott, wie dumm. Oh Gott, bin ich dumm. Okay, Bad Bunny Croc. Oh Gott, das ist so random, ey. Ja, okay, ich hab was, aber ich glaube, ich bin drüber. Also ich bin wie immer bodenlos drüber. Ich habe auch was. Ich bin. Sollen wir zeigen einfach immer gleichzeitig? 277 Abfuhr. 253. Was? 253? Achso, ja, übrigens, das Video wurde mir gesagt, dass es vor Weihnachten kommt, deswegen ein kleines Ho-Ho-Ho hier von Topse. Ich schwör dir, ich habe jetzt gedacht, ich bin irgendwie übelst drüber. Nee, Nunz redet doch die ganze Zeit von dem. Und wenn einer überteuerte Schuhe kauft, dann Nunz. Ja, Nunz aber auch Absturz, ey. Ja, dann muss er ja so teuer sein. Also der letzte Verkauf lag bei 418 Euro. 1-0. 1-0. Ich schwör, diese Bad Bunny-Schuhe immer, also auf No-Schuss gegen Bad Bunny, aber. Also jetzt mal Real Rap, Alter, wer zahlt denn hier über 400 Euro für einen Croc mit Bad Bunny? Ich frag mich, warum Nunz sich damit beschäftigt. Gut. Oh Gott, das ist Absturz. Ja, okay, nächster Schuh. 1-0 für mich. Joe Freshcoat, Sascha, wie heißt der nochmal genau? Joe Freshcoat, No Emotions, All Emotions. Mhm. Kannst du mal sagen, wann er rauskam? Das ist eine gute Info. Die Info. Hab ich gerade nicht da. Ja, aber ich weiß es nämlich. Ja, ich meine, der wäre noch dieses Jahr rausgekommen. Irgendwie, du machst mir so einen informierten Eindruck. Hast du irgendwie vorher... Nein, aber ich weiß, dass ich eigentlich bei jedem New Balance Release auf der New Balance Seite parke. Auch wenn ich nicht weiß, ich weiß nicht mal, welcher Schuh es rauskommt. Das heißt immer, mach da mit. Mhm. Okay, okay. Okay, 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 also ich sehe 14.02.20, aber ich sehe die letzten beiden Ziffern nicht. Okay, gut. Also, wird jetzt einfach ins Blau reingraten. Joe Freshcoat, ja gut, da kam er letztens in 9.3 raus. Die haben aber nicht mehr so gejuckt. Da gab es einen random Restock, by the way. Oh. Ich hab's. Heule. Nerv nicht. Nee, ich glaube, das wird nichts, aber 409. Oh! 751. Ja, bleib mal normal, das ist ja Kid Jound, Alter. 1.505. Oh Gott, wie dumm. Piep. Ja, okay, also weiß ich jetzt nicht genau. Ja, okay, okay, Absturz 1-1. Okay, next off. Nike Air Force One, Year of the Dog 2018er. Gott, das ist cringe. Year of the Dog, Alter. Ich muss sagen, den... Year of the Tiger hätte ich dir sagen können, von letztem Jahr, der, glaube ich, war das. Also den kenne ich nämlich nicht. Nämlich Retail-Abfuhr. Spaß. Sag mal, von 2018, das sieht er jetzt auch nicht aus, allerdings 4 Jahre meine Oma, alt. Meine Oma rockt den. Bisschen Insider hier im Büro, wenn irgendjemand gegen irgendwas redet, ist die erste Antwort, tschüss, meine Oma feiert es. Ich meine, so, ich mache jetzt auf Topse so 900 Euro circa. Ja, okay. Hast du was? Ich hab was. 523. Alter, stop this, ey. 302. 2305. Was sind denn das für Schuhe? Also ist es hier irgendwie die Friends and Family Exclusive Edition von Guess the Resell? Kommt gleich dieser lilane Vierer Travis Scott. Es gibt ja diesen blauen, der Release, wo ich habe. Ja, also, genau, ja. Den du Full Size One hast. Ja, 2-1, ne? Ja, ich schwöre, ab nächster Tipp gibt es nur noch 4 Stellen von mir. Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ja, okay. Gut, dann als nächstes den Nike Blazer Off-White. Okay, den OG. Ich glaube, da sind wir ja diesmal mit 4-stellig gut dabei. Ja, komm, auch 5-stellig. Ich bin gut drauf heute. Ja, wahrscheinlich ist es auch wieder so irrational gestiegen, ey. Und die Leute müssen die wieder... Die brauchen auch Weihnachtsgeschenke, die Leute. Klar, das ist ja stimmt. Noch mal. Ich möchte die Schuhe gerne alle mal unten verlinken. Top. Und es ist ja wirklich letzter Verkauf. Ne? Das heißt, da hat auch wirklich jemand dafür für den Preis gekauft. Das ist ja der größte Abschluss an den ganzen Preisen. Ja, okay, ich hab was. Aber jetzt bin ich aber zu hoch. Also jetzt mal Real Talk. Hast du was? 1423.
Hast du wirklich 1.400? Ja. Ja, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen mitreißen lassen. Vielleicht 4.029. Nee, Dings tatsächlich 1538. Ich bin ja so schlecht, Alter. Was ist denn los? Ich die ersten Schuhe hätte ich wirklich, also ganz ehrlich, hättest du mir zu dem Croc oder zu dem Joe Freshgood gesagt, dass es close to retail ist, hätte ich gesagt, ja, okay, puh, hat halt nicht so gejuckt. Diese Year of Dog, also jetzt mal Real Talk, das war mit 300 schon gut gemeint von mir, also wirklich, das war schon ein Zuspruch von meiner Seite aus. Aber warum sollte jetzt der Blazer 4000 kosten? Weiß ich nicht, weil wir hatten es auch mal irgendwie von so einem OG Presto aus der Off-White Collab und hatten gesagt, der kostet 3-4K. Echt? Ja, der kostet deutlich mehr. Naja, gut. Also ich habe anscheinend schon verloren, aber einfach noch den Ehrenpunkt. Ja, du könntest noch genau den Preis sagen. Ja, weil ich ja aktuell immer so knapp bin. Okay, last but not least. Ja. Fuck me. Der letzte Nike Speed Dunk Low. What a Dunk. Mhm. Ich werde so Absturz. Das, also, das könnte auch wieder. Übelste Nischenschuhe, ey. Wer auch immer die Schuhe rausgesucht hat, der meint es nicht gut mit mir, ey. Hast du geguckt? Ich überlege gerade, ob ich das jetzt eine Punktlandung mache. Ich hätte es close to Lotto, Alter. What the Dunk? Das ist so ein, naja, da muss ich mich wieder ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Das ist wieder so ein Sammlerstück. War das nicht der wohl in der Drop Time App? Naja, genau. Okay, ich hab was auf Mediamarkt-Basis. 1.999,95. 2.105. Komm, auf Ehre, ja, der ist eh teurer. 18.802. Gewonnen. Das war ein 4-1 Sieg. Das war. Alter, das ist cringe, ey. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Das ist scheiß YouTube, Alter. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und abonniert gerne den Channel. Gegen Topse, von Topse wird hier in Zukunft nichts mehr kommen. Das kann ich schon mal ganz, kann ich schon mal Schrift und Papier drauf geben oder wie auch immer man das nennt. Ansonsten danke auf jeden Fall, dass du dabei warst. War übrigens Spaß. Jo, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ha ha ha.